Wer ist schuld am Erfolg der Rechtspopulisten? Sie wissen das inzwischen auch. Schuld sind die linken Gutmenschen mit ihrer politischen Korrektheit. Wir müssen uns diese politische Korrektheit abgewöhnen. Nicht immer so politisch korrekt reden. Wir müssen unkorrekt werden. Und dann haben wir eine Chance, die scheißbehinderten Nazi-Mongo-Schwuchteln auch wieder loszuwerden. Ja, wenn wir uns endlich diese politische Korrektheit abgewöhnen und wenn wir zuhören, wenn wir aktiv zuhören, das mache ich jetzt auch. Ich lese mir zum Beispiel in unserem YouTube-Channel Kommentare zur Sendung durch und frage mich wirklich ganz bewusst, was wollen die Verfasser damit eigentlich sagen? Nehmen Sie mal diesen Kommentar hier zum Beispiel. Da schreibt der User Wohlstand ohne Wachstum. Dieses dumme Schwein in der von Lügenpresse kann sich alles erlauben, weil er ja mit Zwangsabgaben finanziert wird, ein dummes Piefke-Arschloch degeneriert und Schwuchtel-Anal zelebriert. Mainstream-Journal ja ab ins Arbeitslager. Ne? Viele Fremdwörter, anal, zelebriert, Mainstream. Was heißt das? Es heißt übersetzt, ich bin mit der Wiedergabe der Realität in den Medien im Allgemeinen und in Ihrer Sendung im Besonderen nicht einverstanden und wünsche mir einen differenzierteren Diskurs. Populistisch ist eine Sprache. Wenn man sich mit ihr beschäftigt, merkt man, sie ist leicht zu lernen. Denn allein die Vokabeln sind sehr übersichtlich. Für diese ganzen deutschen Wörter, Bundeskanzler, Bundespräsident, Abgeordneter, Partei, Bundestag, Bundesrat, Europäische Union, Minister. Dafür braucht eine Sprache wie populistisch nur ein Wort. Volksverräter. Ne? Und populistisch ist als Sprache im Kommen. Es ist die Sprache der Zukunft. Ich habe Freunde, die erziehen ihre Kinder zweisprachig. Deutsch und populistisch. Nein, Alexander, wenn Besuch kommt, heißt es nicht guten Abend. Das heißt, was willst du hier, du blöde Schlampe? Und wir geben dem Besuch nicht die Hand, sondern den schönen Fuckfinger. Ja? Und denk dran, Spast schreibt man nicht mit Doppel-S. Spast mit einem S. Ist ganz wichtig. So finden sich Kinder später auch unter einer Kanzlerin Petri zurecht.